Hi, schön, dass du da bist. Viele Frauen kommen irgendwie auf mich zu, immer wieder, egal ob in meinen lokalen Trainings oder bei Fit & Balanced und fragen und äußern sozusagen den Wunsch, eine Liegestütze zu können oder eben mehrere Liegestütze zu können. Ich möchte dir heute erklären, welche Varianten einer Liegestütze gibt es überhaupt, ja? Welche Option hast du, dass sie korrekt ist und wie du dahin kommst. Das heißt, ich zeige dir einfach diese hinführenden Übungen, die du machen kannst. Ganz wichtig, immer Geduld haben und noch wichtiger, dranbleiben, regelmäßig üben. Und da ist es gar nicht so, dass du sagen musst, okay, wenn ich nicht alle 2 Tage eine Stunde trainiere, dann habe ich keine Chance, sondern wirklich dir lieber zu sagen, eine Liegestütze ist besser als keine Liegestütze. Es ist egal, wie viel du machst, aber wenn dein Ziel ist, eine Liegestütze zu können, dann warum setzt du dich nicht oder gehst du nicht jeden Abend kurz 5 Minuten auf deine Matte, probierst 5 Minuten dich an der Liegestütze aus und dann ist es gut. Und du wirst sehen, magischerweise wirst du echt richtig schnell gute Fortschritte machen. Die Regelmäßigkeit macht's. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, probier die Übungen durch, die Levels durch, find heraus, wo du gerade stehst und dann geht's los zur Liegestütze. Starte so hoch wie möglichst an einer Mauer, an einem Tisch, so hoch wie möglich vor deiner Brust und drücke dich aus dieser Position weg. Dann gehst du Stück für Stück eine Stufe tiefer, zum Beispiel auf die Stuhlfläche, auf eine Bankfläche, auf die Sofafläche, sodass du dich immer Stück für Stück weiter an den Boden heranarbeitest. Dann geht es auf die Knie. Achte darauf, dass du trotzdem lang und gerade bist, wie ein Brett und Schultern, Hüfte und Knie in einer Linie sind. Das Ganze geht eng mit den Händen direkt unter den Schultern oder weit, indem du die Oberarme und Unterarme in einen 90-Grad-Winkel bringst und dich von dort herausdrückst. Das nächste Level, bevor du wirklich am Ziel bist, ist dann erstmal das Drücken zu üben. Du lässt dich herab über die Knie, kommst heraus über die Knie, hebst aber die Knie wirklich schon vom Boden ab. So lernst du, die Position zu halten. Am Ende, am Ziel, bringst du die Hände unter die Schulter, hältst die Knie immer wacker über den Boden, drückst dich heraus und wieder runter auf Ellbogenhöhe. Auch hier geht es natürlich, die Hände eng oder weit zu halten. Taste dich auf deinem Level heran und meistere die Liegestütze.